Ja, meine Freunde, und damit willkommen im Spiel. Ja, hier sind wir in der Gestalt von Raziel. Ihr kennt ihn noch aus Soul Reaver 1. Puh, das war jetzt ein langes Intro, viel Stoff. Ihr habt's gesehen, die Render-Sequenz am Anfang, die sehr eindrucksvolle, wie ich finde, hat noch einmal den Endkampf gezeigt, den wir aus Soul Reaver 1 kennen, mit einem leicht abgewandelten Dialog und eben nur als cineastische Einführung. Raziel mit neuer Stimme, mit dem deutschen Synchronsprecher von Gary Oldman, falls ihr euch gefragt habt, wer das ist und euch die Stimme bekannt vorkam. Eine sehr, sehr coole Stimme, wie ich finde, die mir, wie gesagt, auch besser gefällt als die alte, aber das ist eben Geschmackssache. Ansonsten hat sich nicht viel vom Spielprinzip nicht viel geändert. Wir spielen Raziel wieder von hinten, springen, ducken, schlagen. Wir können Seelen einsaugen, wie das auch schon in Soul Reaver 1 ging. Wir sind ja immer noch der Soul Reaver, der Seelenfresser. wir haben auch unsere Fähigkeiten aus dem ersten Soul Reaver Spiel behalten. Also ich will jetzt nicht zu sehr spoilern, also alle, die noch den ersten Teil schauen wollen, hören bitte mal kurz weg. Aber wir haben ja im ersten Teil 4 unserer 5 Brüder vernichtet und von jedem dieser Brüder eine Fähigkeit bekommen. Unter anderem, dass wir schwimmen, klettern und in der Spektralwelt durch Gitter hindurchgleiten können. Diese Fähigkeiten haben wir auch in diesem Spiel noch. Auch das magische Geschoss können wir noch abfeuern. Das Einzige, was wir, glaube ich, nicht mehr haben, ist dieses Lasso, was wir unsere Gegenstände herumwinden konnten, um damit Türen aufzumachen. Das gibt es jetzt hier in dem Spiel nicht mehr. Ansonsten haben wir noch alles. Was wir nicht mehr haben, sind diese ganzen Glyphen. Glyphenergie gibt es in diesem Spiel nicht mehr. Dafür aber einige andere interessante Sachen. So, jetzt gehen wir mal los. Wir befinden uns in der Festung der Sarafanen. Weit in die Vergangenheit hinabgesetzt. Wir können auch hier wieder Waffen an uns nehmen. Wozu diese Becken sind, das erklärt sich später im Spiel. Und da ist auch schon der erste Gegner. Einer von Möbius Schergen, der uns schon gesehen hat. Und dem ich erstmal ordentlich aufs Maul gebe. Autsch. Oder eher mir. Zack. Und ihr seht schon, es ist wieder blutiger geworden. Das Blut ist auch wieder rot und nicht mehr grün. In diesem Spiel nun. Das Spiel hat auch nochmal einen, ich erwisch den Sack nicht. Mehr. So, das war eine heftige Attacke. Und Kopf ab. Also ihr seht schon, ist nicht zimperlich. Und wieder die Seelen einsaugen, damit die Energie unten aufgefüllt wird. Ihr kennt das Spiel ja. Und diejenigen, die es nicht kennen, das wird sich dann beim Anschauen schon selbst erklären, denke ich mal. Wir können natürlich auch wieder in die Spektralwelt reisen, in die Geisterwelt. Das mache ich jetzt an dieser Stelle mal noch nicht. Brauchen wir im Moment noch nicht. Hier steht's auch schon und wundert euch nicht über das etwas holprige Deutsch hier in den spektralen Reisen. Die ganzen geschriebenen Texte in diesem Spiel sind alle etwas zerschossen. Das liegt wahrscheinlich an dem Patch, den ich installiert habe. Damit ich Soul Reaver 2 überhaupt spielen konnte am PC, brauchte ich einen Patch. Und mir hat es auch im Startmenü irgendwie die ganzen Steuerung und Grafikeinstellungen komplett zerschossen. Da standen dann völlig falsche Sachen drin und keine Ahnung. Das ist irgendein Bug im Spiel oder in dem Patch, ich weiß es nicht. Oha. Eine weibliche Wache gibt's auch. Oh. Ja, durch die Tür wollte ich eigentlich gar nicht. Naja. Ja, wie gesagt, es ist noch ein Stück actionlastiger geworden. Die Gegner sind ein bisschen schlauer als im ersten Teil. Also die Kämpfe werden ein bisschen, bisschen schwieriger vom Kampf an sich. Auf der anderen Seite. Überall in der Festung fand ich Beweise für meine adlige Herkunft. Und mein Leben als Priester der Seraphan. Dieses noble Erbe wurde mir geraubt, als Kain meine heilige Krypta überfiel und mich schändete.
Raziel ist immer noch ziemlich angepisst, seit er herausgefunden hat, dass er selbst ein Priester der Seraphan war. Das war ja eine der großen Enthüllungen in Soul Reaver 1, ihr erinnert euch bestimmt. Ey, bist du mir aufs Maul? Was soll ich denn jetzt? Wie blockt man in diesem Spiel eigentlich nochmal? Irgendwie blockt man. Nein, so nicht. Ja, also ich muss mal die Steuerung dann später nochmal angucken. Ich habe mir die selber so ein bisschen eingestellt, dass sie ähnlich wie Soul Reaver 1 ist. Aber ihr seht schon, das funktioniert noch nicht so richtig. Also, ist die Schnauze gleich voll. Oh. Meine Kampfskills werden hoffentlich noch ein bisschen besser, wenn ich mich wieder an die Steuerung gewöhnt habe. Was ein großer Unterschied im Kampfsystem ist, wir müssen nicht mehr so sehr taktieren wie im ersten Teil, da wir in diesem Teil nicht mehr gegen Vampire kämpfen, die wir ja immer mit irgendwie ihren Schwächen bekämpfen mussten, indem wir sie ins Wasser geschmissen haben oder verbrannt haben oder aufgespießt haben. In diesem Spiel kämpfen wir überwiegend gegen menschliche Gegner, die wir auch einfach so killen können. So, jetzt müssen wir doch in die Spektralwelt. Das geht auch wieder wie im Vorgänger. So, das hat sich auch ein bisschen gewandelt, wie das jetzt aussieht, aber ist immer noch schön blau alles. Musik ist ein bisschen anders. Und wie gesagt, wir haben die Fähigkeit behalten, dass wir hier durch die Gitter durchgleiten können. Ich drehe das mal kurz. Und wie gesagt, im Kampf ist es jetzt nicht mehr so wichtig, dass wir immer den Soul Reaver oder eine Lanze oder irgendeine Waffe haben, mit dem wir einen Gegner aufspießen können. Da wir hier eben überwiegend gegen die Menschen kämpfen, die wir auch einfach so notfalls mit den bloßen Klauen vernichten können. Außer Reichweite von Möbius' verfluchtem Stab fühlte ich, wie die Kraft des Soul Reaver langsam zurückkehrte. Wenn diese Kristallkugel bei Vampiren so schwächend wirkte wie bei der Klinge, dann gäbe sie Möbius einen mächtigen Vorteil gegenüber seinen Feinden. Schließlich begriff ich, wie Möbius' Kreuzzug die Vampire so erfolgreich dezimieren konnte. Wenn er seine Feinde lähmen konnte, dann waren sie ihm ausgeliefert. Doch wie, fragte ich mich, könnte der Stab den Soul Reaver beeinflussen? So, nun haben wir auch den Soul Reaver wieder, mit dem wir natürlich noch ein bisschen mächtiger agieren können. Allerdings nur, bis ich zum ersten Mal getroffen werde, was auch gleich passiert. Denn ihr wisst ja, Soul Reaver funktioniert nur, wenn wir völlig bei Kräften sind. Sobald wir Energie verloren haben, ist die Klinge weg. Außer in der Spektralwelt, da haben wir sie immer. Ja, ihr seht schon, also die Kämpfe haben schon ein bisschen an Drive gewonnen hier in dem Teil. Also die Vampire waren deutlich lahmarschiger gewesen. Aber dafür eben auch schwerer endgültig zu vernichten. Hier hingegen, zack, kann ich auch mit der bloßen Faust vernichten. Und brauche nicht zwingend den Soul Reaver zu vernichten. Oder eine andere. Ey. Ich stelle mich aber schon auch an, ne? Also. Wo war eigentlich Blocken? Ah, hier war Blocken. Jetzt, da ist. Jetzt habe ich herausgefunden, wie man blockt. Hier kommt er. Ja. Das bringt nämlich einiges Blocken. Habe ich, glaube ich, in Soul Reaver 1 nie benutzt. Ich weiß gar nicht, da konnte man, glaube ich, auch blocken. Habe ich aber nie gemacht, glaube ich. Aber in dem Spiel hier sollte man es dann doch ab und zu mal anwenden. Ansonsten, wie gesagt, es ist ein bisschen schade, dass es das jetzt mit diesem Taktieren nicht mehr so gibt wie bei den Vampiren, dass man da wirklich die Schwächen gegen sie einsetzen muss. Hier ist es dann doch ein bisschen groberes Draufgekloppe. Aber sei es drum.
Hey! Das habe ich doch geblockt, du Arsch. Ey, und noch eine. Ihr seht schon, Möbius Söldnerarmee ist nicht gerade klein. Der hat hier einige in der Festung der Sarafanen hinterlassen. Die Festung der Sarafanen ist übrigens jener Ort, den wir in Blood Omen 1 im Intro gesehen haben, wo Vorador den Kreis gemeuchelt hat. Da wird auch in diesem. Das war auch dieser Raum, in dem wir gestartet sind, wo uns Möbius in diesem Becken die Säulen von Nosgoth und Kain gezeigt haben, der da drumherum geschlichen ist. Das war eben jener Raum aus Blood Omen 1 aus dem Intro. Das Spiel wird auch hier oft Bezug genommen, also gerade auf Blood Omen 1. Das heißt, alle die das jetzt anschauen, schaut euch nicht nur das Let's Play von Soul Reaver an, sondern schaut euch doch auch das Let's Play von Blood Omen an. Beides auf meinem Kanal zu finden. Also wenn ihr wirklich die Story mit allen Finessen verstehen wollt,